Hallo, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen immer noch und ich habe tatsächlich durch das viele Aufstehen und Cutten der verschiedenen Folgen einen riesengroßen Knoten mittlerweile in meiner Kabellage. Aber es macht nichts. Tja, interessant. Die Leiden eines Game Capturers. Ja. Ich starte the Engine mal. Ist halt so. Oh. Start mal the Engine. Oh, ein rotes Leuchten im Wasser. Ob das der Javo mit der Säge ist? Das ist Franz Klimowitsch mit der Säge, genau. Der gibt aber auch nicht, Uffe. Hoppala. Und er sinkt unter Wasser noch. Der ist ja cool, oder? Ausweichen. Oh, wow. Ist ja richtig gedriftet, den Scheiß. Ja. Mann. Richtig Zeit hier. Oh, schon wieder. Teil. Oh, das schwingt aber was sehr, sehr gruselig. Wow! Wow! Das sieht aber böse Wow! aus. Oh! Das Das wusste ich nicht. Das sieht nicht nur böse Dass erwischen aus. Kann. Das ist auch böse. Dass der einen erwischen kann, wusste ich nicht. Wow! Ich hab voll Oh. mitzwiegelt, das Ding. Ich glaube, wir diven gleich irgendwo gegen. Shit. Ah, verdammt, wegen mir. Jetzt kommt Gegner irgendwo. Ich muss die Engine neu starten. Ah, da ist er! Da ist er! Oh, der rastet voll der aus! Javo mit der Kettensäge! Er geht auf dich los! Er ist am Boden! Kann ich weiterfahren, Alter? Nee. Wegen mir, ey, scheiße! Wow! Mal hin und her geworfen eben. Er rast wieder aus! Kann er nicht mal von dem scheiß Start hier getroffen werden? Ja, kann er. Oh, okay, ja, ich sag's gerade. Böse. Happy Hanukkah! Ich kann den Weg ist freiwillig sagen. Kein Dreidel für Fliegowitz. Was ist da gerade passiert? Okay, sind gleich da. Und dann gibt's lecker, lecker Kaviar-Hotdogs. Ja. Wie geht's? In grauenvoll. Furchtbar. Ich auch. Hotdogs und Kaviar, beides gerne, aber nicht zusammen. Nein, jetzt sinkt unsere Hand. Wie kann er nur? Oh, oh Gott. Oh, oh, Vorsicht! Du bist auf dem Boot, ich nicht. Du musst ihn da rinschubsen. Oh, ich werde reingezogen ins Boot! In den Propeller! Ada! Yay! Spider Ada! Ich werde getarzahnt! Quasi dieselbe Szene wie bei Indiana Jones. Nur cooler. Mit hier mehr gab's zum Glück keinen Shia LaBeouf. Ja, das stimmt. Torkis Bumsbude. Ja. Hallo? Fast. Gut, wir werden uns beeilen. Ihr kommt zu spät zum Abendessen. Es gibt Kaviar Hot Dogs. Noch. Gut, gehen wir. Und langsam, aber sicher driftete sie mir aus den Händen. Ich musste mir überlegen, wie ich sie los würde. Ich hatte eine Idee. Gefällt dir vielleicht jemand von diesen schönen Männern hier? Zeig mal. Ich mag 55874XIT. Den finde ich voll super. Tja, unser Flatter-Kumpane ist leider dem Flattern anheimgefallen. Jetzt ist er weg. Sie nannten ihn auch den Flatterer von Buxentort. Aber jetzt wird er in die Geschichte eingehen als Flatty McFlatflat. Oh Gott. Jetzt auch als Bärchenwurst.
Müssen Sie fliehen. Egal was. Alter, der Junge ist am Schwitzen, der Kerl. War nur nass. Durch das Wasser. Versprechen Sie. Der sieht schon die ganze Zeit so aus. Versprochen. Nein! Ach, halt! Das Ding. Ah, Agent Birkin, perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hä? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist. Sein Protest ist irgendwie seltsam, oder? Ja, ja. Was denn? Müsst ihr jetzt überall rum erzählen, dass ich der größte Bösewicht bin? Das geht doch nicht! Wir hatten eine Vereinbarung! Nein! Die Petzen! Petzen kann niemand leiden! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier, nimm das. Da sind Nacktbilder von mir drauf und eine Penisanalyse in 40-seitiger Ausführung von dem Kerl hier. Er alleine kann die Welt retten. Du wirst es sehen, das ist in den Unterlagen. Hier hat jemand eine Röntgenaufnahme von seinem Schniedel gemacht. Ja, ich sag's doch. Auf keinen Fall. Sie haben's versprochen. War gelogen. Das ist so geil, wie sie im Takt losschießen. Bam, bam, bam. Jake! Sherry! Sherry nicht! Das meine ich, warum dürfen wir das nicht spielen? Warum muss das jetzt eine Sequenz sein? Hm. Weil es halt besser in Szene gesetzt werden kann. Aber es geht halt darum, wenn du jemanden bestimmt, also wenn du jemandem was Bestimmtes zeigen willst, dann musst du das halt eben auch in Szene setzen. Wenn du halt Leuten irgendwie die freie Hand darüber gibst, dann könnte es sein, dass sie das eben auch verpassen. Kann sehr gut sein. Wow, meine Genauigkeit, 44% in deine 70. Hast diesmal das erste Mal eine bessere Wertung als ich, nicht schlecht. Tja. Aber auch nur knapp. Naja. 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 Gut, das Kapitel ist hier zu Ende. Jetzt ist die Frage, was wir noch mit der Restzeit der Episode machen. Tja, wir sind jetzt gerade mal bei 8 Minuten. Das heißt, wir haben gerade mal eine Halbzeit, wenn überhaupt geschafft. Wir könnten natürlich jetzt noch ein paar Meter spielen bis zum nächsten Checkpoint. Wird, finde ich, in Ordnung. Oh, ich kann mir endlich hier mein letztes Upgrade kaufen. Guck an. Schwing! Schabing! Mein Name ist Schabing. Ich bin ein guter Kerl. Aber bei Keksen hört bei mir der Verstand einfach auf. Kommentar Cinemax. Man darf nicht vergessen, dass wir zu später Uhrzeit spielen und da ist leichter Gehirn und Moral Abfall vorprogrammiert. Ich habe Simmons vertraut. Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem jetzt sind wir hier festgebunden, Rücken an Rücken. Und ich spüre etwas Warmes an meinen Hintern. Hast du Befehle befolgt? Ist das eine Apparatur, die man extra dafür gebaut hat, dass man zwei Leute Rücken an Rücken fesseln kann? Scheinst du, oder? Ist ästhetisch echt geil, aber funktional? Naja. Boah, hat die einen glossigen Lippenstift. Das stimmt. Der ist karamellisiert. Durch die Hitze? Wenn er stark mit dem Eierlöffel gegenhaust, zerbricht die Lippe einfach.
Tja, und schon sind wir frei. Meine Fresse. Warum sind wir nur frei? Das war bestimmt Ada. Tja, kann gut sein. Die dreht sich ja alles um Ada. Ey, da! Ey, da? Wie kommen wir da rein? Die Bienenratten. Oh, nein, die Mäuse! Sie haben unsere Waffen! Sie sind in allem schuld. Die haben das von Anfang an geplant, nicht wahr? Oh, da oben ist ein Emblem. Dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Waffen haben. Danke. Ich komme ja hier eh nicht raus ohne dich. Jetzt sehe ich Sherrys Hintern von mir wackeln. Hallo. Ja, toll. Muss mit Jake vorlieb nehmen, so einfach wieder irgendwo lang kriechen. Ich versuche derweile den Feldgenerator wieder zum Laufen zu kriegen. Scheiße! Scheiße, was ist das denn? Raskalfania ist hier! Sherry! Kam mir eben voll entgegen. Okay. Sicher? Hey, brich die Tür auf! Genau! Es geht nämlich nur von der Seite! Ich kann nicht! Warte! Ein Wurf in der Hand! Brich die Tür auf! Muss ich nicht durch will doch! Die Tür, die Hand kommt unten durch! Wie ist der? Versuch dich anzugreifen! Hab's! Hey, brich die Tür auf! Brich doch mal die Tür auf jetzt! Schon! Stimmt! Ähnliche Situation. Wow, ich hab da viel vorgetreten. Haben wir jetzt alle unsere Waffen wieder? Ja, haben wir. Ich glaub schon. Müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung, weiter. Es geht nicht weiter. Hier, oder? Ich kann hier nichts machen. Jetzt müssen wir angreifen anscheinend. Müssen wir erstmal angreifen. Das Fall bringt vielleicht. Aha. Alles klar, jetzt dürfen wir wieder. Diese Tür öffnet sich also nur, wenn man ein lebendiges Wesen in der Mitte zerteilt. Das ist nochmal eine Sicherheitsvorkehrung, die ist gar nicht so leicht zu umgehen. Jetzt sind diese. Quarantänetore quasi. Du musst erst die Kontaminierung auslöschen, bevor du weiter kannst. So, der ist zerrissen, lebt zwar noch, aber muss wohl reichen. Okay, also einfach da hoch. Nee. Sind wir jetzt auch in dieser Unterwasserscheidenbasis? Yep. Soweit ich weiß, ich glaube ja. Das ist ja Zufall. Wo ist das Ding bloß? Ja, wir sind in der Unterwasserbasis. Tatsache. Wo ist denn die Batterie? Die suchen wir jetzt. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Das X markiert die Stelle. Was gab's da neben mir? Wie geht dich? Wow! Nicht nett. Hier ran. Sollen wir schon wieder aufspringen hier, oder? Nee? So viel erwarten. Ist wieder so ein Quarantäne-Gedöns. Achso, jetzt müssen wir viel wieder angreifen, meinst du? Nee, wirklich nicht so. Na, machen. Stellen Sie die Stromfahrzeuge auf irgendwie aufzu. Achso, jetzt geht's. Warte mal. Ja, jetzt hier. Ist ein bisschen schwer zu kriegen. Oh, der Vieh ist hier. Suchen wir nach Reservebatterien. Ja! Hör doch auf! Ist doch gut! Komm hier, ja. Ja, würde ich gern! Hier. Würde ich gern! Oh, diese ewig lange Sequenz. So, hier. Hallo. Nicht praktisch, aber wir haben tut gut. Wirklich? Anders geht es nicht? Na gut. Sieht ein bisschen aus wie dieser Datenserverraum von dem letzten Mission Impossible Teil. Irgendwie schon, irgendwie so drauf da. Ich kann nicht! Scheiße. Hilfe. Kommst du beim nächsten Mal mit? Raskaplan, ihr bleibt ganz ruhig. Kommt runter. Auf mit dir. Alles klar. Einfach hier bleiben. Wir springen hier oben wieder rüber. Ab zu E. Ups. Ja, synchron. I geht dich. Vorsicht, wir sind Vieh. So, hier ist ein Durchgang. Müssen wir hier durch? Okay. Wenn der Raskaplanje unbesiegbar ist, warum dann nicht nur Raskaplanje züchten? So eine ganze Armee von. Ja, klar, aber vielleicht sind die. Sind die besonders schwer zu züchten? Ihr wisst das nicht. Was müssen wir jetzt machen hier? Die Batterie suchen. Okay. Ach, die müsste auch irgendwas sein. Hier gab es bloß ein bisschen Munition, so ein kleines Zöpfchen.
Seltsam. Hier ist ein Durchgang. Oh, hier ist noch ein Kinderraum. Und hier ist ein Emblem. There is an emblem down, down. Oh! Da ist ein Vieh! Der Dubrovnik, Brother! Oh! Oh, ich hab's zu dir geschossen. Wer wirft mich denn hier mit Morast? Oh, hier ist ein Blümchen. Ich krieg den Vieh nicht! Vorsicht, der Vieh ist da! Ih, das schmonzt richtig. Ah, ich hab immer noch dieses Emblem. Jetzt hab ich's. Ist aber sonst weiter nischt. Überhaupt nicht? Ah doch, hier. Hier ist ein langer, langer Gang. Ein langer, langer Gang. Ich dachte, bist du hier hinter mir langläuft. Nee, nee. Das ist der Unterkörper von dem Vieh. Hier müssen wir drücken. Ey, komm mal. Der Unterkörper von dem Vieh verfolgt mich, ey. Wahnsinn. Oh, ich kann sogar, wenn du weiter weg bist von mir, kann ich sogar einen Speedcater-Modus anmachen und sehen, was du so treibst. Ach so. Coole Sache. Wie denn das? Indem ich einfach rot gedrückt halte. Ist ja geil. Das wusste ich nicht. Dann sehe ich, was du so machst. Siehst du schon wieder was Neues? Du machst mich echt fertig hier. Warte mal, bleib mal auf der Etage. Ich glaube, auf der anderen Seite können wir doch durch, oder? Ah! Hier rum? Kommt das da an, ihr Pfeffert? Das ist eklig, oder? Zur Hälfte geschafft. Boah. So. Jetzt müssen wir den anderen Weg nehmen, siehst du? Jetzt müssen wir lang. Sehr gut. Oh ja, hier, hier. Zaub ich! Ja. Ah, puh, geschafft, weiter jetzt. Alter. Ey, gerät jetzt jemand draußen noch? So, Bäcker schmauchig draußen. Schmauchig? Wo sollen wir denn jetzt hier lang? Hier ist offen. Hier ist offen bei mir. Aha. Es fährt runter, komm, ich schaff es noch. Ja. Warte, es kommt. Das sollen wir schaffen? Kommt das? Ja, kommt's doch, oder? Wie soll das denn gehen? Ah. Dreht sich! Und los geht's! Komm weiter! Da oben ist eine Stange, da musst du hin, zu D. Ich muss zu D, klar. Und ich muss. Und ich muss zu. Wahrscheinlich zu C, ja, ich muss zu C. Jetzt haben wir hoch zu D, dann kannst du rüber. Dann gehe ich zu C runter. Juhu! Pass auf dich auf! Du auch! Vermisse dich! Oh, hier ist was Schönes. Ja. Okay, ich bin bei. Ich bin hier. Und ich werde wieder angegriffen. Hier ist überall Fleisch! Riesige Fleischsäcke sind hier. Okay, bist du beim Hebel? Bist du beim Hebel? Ich hab keinen Hebel. Such den Hebel! Hier ist kein Hebel. Scheiße, dann such ihn! Ich werde jetzt von zwei Raskatzern jetzt belagert. Hier ist kein Hebel! Ist bei dir der Hebel vielleicht der zweite? Kacke! Nee, es sind zwei und einer ist bei dir und einer ist bei mir. Ach du Scheiße. Ich hab hier keinen Hebel. Ist hier was los, ey? Ich hab zwei Raskatzern. Hier ist ein Computer. Nee, ich hab hier zwei Hebel. Siehst du? Warum hab ich denn zwei Hebel hier? Komm zu dir. Was musst du denn da machen jetzt an der Stelle? Gar nichts. Das ist ein ganz kleiner Raum nur. Da ist ein Koffer drin mit ganz viel Zeugs. Ach so? Und ich dachte, du musst da was machen. Nö. Komm mal. Hallo. Spreng halt die scheiß Raskatzern jetzt in die Luft. Vorsicht. Oh, müssen wir hin. Wie lang? Egal. Mach, was du willst. Moment mal. Darf ich bloß den einen Hebel machen und du musst den anderen machen? Sieht so aus. Ja, du musst den hier machen. Du musst den anderen machen. Oh, shit. Oh, shit. Komm, wir killen die erstmal. Nee. Ich trau mich nicht. Boah, kommt noch einer aus dem Abfluss. Die regenerieren sich gerade schon. Los. Okay, ich renn zum Hebel. Ich mach schon. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin dran. Oh, ich wurde geschlagen. Nein. Moment. Bleib so. Yes. Lauf. Ich laufe. 3 von 4. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Ecke, wo wir uns wieder trennen müssen, um zwei Hebel zu bedienen. Das hab ich hier bei. Verschwinde von dort! Auch auf den.
Beeil dich! Noch hier! Oh. Ich jetzt! Nein! Ich hab's verpasst! Fuck! Ich komm zu dir, Vorsicht! Oh. Scheiße, Alter, lauf! Meine Waffe ist leer! Wieder, schnell wieder! Nein! 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 Oh. Ich hab's gerettet! Komm schon, jetzt, 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 jetzt! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Was soll das? Jetzt flieh ich davor. Jetzt flieh ich vor uns rum. Hat uns blockiert. Scheiße! Fuck! Ich liege lang! Jetzt flieh uns total blockiert eben. Lauf raus da! Lauf, ich springe! Hier lass dich nicht werden. Sehr schön. Sind wir da? Jetzt ist schon wieder weg. Geh noch nicht. Schon wieder weg. Ja. Oh, fuck. Ich spring nochmal, Komm weg. Ja. Lauf. Lauf, Alter. Tu ich dir doch weh. Okay, es kommt, es kommt. Gib mal eins. Jetzt. Ich kann nicht rüber. Scheiße, nein. Scheiße, Mann. Nein. Aber zu D kann sowieso nur ich rein. Zu G. Bei dir kann nichts passieren, du. Bei dir kann nichts passieren jetzt. Ich bin jetzt hier am Arsch. Oh, komm schon! Die bauen sich gerade alle wieder zusammen, ich komme! Oh. Ach Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Hab ich jetzt hier einen Kopfleier? G ist aufgegangen, oder? A, B, C, D, E. Ist gut möglich. E ist aufgegangen vielleicht auch? Nee, da warst du doch schon. Ja, aber da kommt. F ist aufgegangen. Nee, F auch nicht. F ist falsch, F ist falsch, ich bin falsch. Oh Gott. Das Ding kommt jetzt nämlich runter und jetzt kann ich darauf, genau. Zack. E, ich bin hier falsch. Das Ding kommt her. E. Wo ist F? G. Das geht. Nein, es hat mich. Ich mach das schon. Ich glaube, du musst zu I. Kann das sein? Ich bin am Boden. Scheiße. Alter. Was muss ich machen hier? Hab viel gesprengt. Ich komme, ich versuch's. Ich will was tun, bitte. Nein, es fällt schon wieder weg. Du musst an den anderen Hebel. Scheiße. Ich kann schon wieder nicht rüberspringen. Das ist lächerlich. Oh Gott. Ich hab andere Hebel. Hier ist, ich weiß wo, Ist gleich bei F oder so rein. Ich weiß wo. Nee, ich bin schon richtig. Ich bin vollkommen richtig. Nee, du musst auf meine Etage. Das ist genau neben mir, das Ding. Das ist ganz oben. Ganz oben. Hat hier einen anderen Weg an. Ganz oben. Okay, ich weiß wo. Ich folge meinen Navigator hier. Ich renne gerade wie ein Verrückter. Da kann ich durch, okay. Und rüber, ja, ich bin drauf auf dem Fahrstuhl. Jetzt spring da rein. Muss ich jetzt lang? Du musst jetzt in so ein Ding reinspringen, warten bis der andere Fahrstuhl kommt und noch eins höher. Ich bin richtig. Oh fuck, jetzt sind sie alle hier! Nein! Oh shit! Eigentlich, ich bin fast da. Ich bin da! Ich hab's geschafft! Okay. Kannst du ran? Ja. Eigentlich, du bist rot. Ja. Bin dabei. Einige Knusper, zu B müssen wir. Alles klar. Das ist hier apokalyptisch, ey. Oh Gott! Okay, schnell raus hier! Die Tür ist zu! Verlasse diesen unseligen Ort! Ja! Wow! Gut gemacht! Oh shit! Oh, na, oh. Klasse! Scheiß die Wand an! Oh! Wir sind wieder zusammen! Sind wir? Ja! Strom ist ausgegangen. Wir brauchen nochmal einen Hebel. Ah, das Vieh verfolgt mich. Oh fuck. Hier lang. Hier durch. Alles klar, ich komme. Wow! Komme! Oh, jetzt müssen wir doch wieder zurück, oder? Auf dem Aufzug.
Nee, auf den Aufzug hier. Scheiße. Hier rauf. Komme. Mach flott. Bin da. Oh Gott, es ist der Arschkapitän! Scheiße. Scheiße. Oh! Was jetzt? Oh Scheiße. Wir müssen hier runter, oder? Was müssen wir machen? Ich hab keine Ahnung. Oh. Das ist so schlimm, ich weiß es eigentlich nicht mehr. Wo ist die? Bei B, oder? Zu B. Genau, wir müssen zu B runter. Sobald wir tief genug sind, müssen wir zu B aufspringen. Glaube ich. Sehr gut. Oh oh. Oh fuck. Mist. Oh Scheiße. Ah, ich schaff's. Oh fuck. Hähnchen! Oh nein! Hähnchen! Alles klar! Geh weg! Oh, sowas hasse ich! Das ist so schlimm, diese Engel! Es viel kommt! Hilfe! Oh Gott! Es gibt so lang noch! Mein Finger tut weh! Oh! Schiss mich! Alter, ey. Abwärts mit dir, kleines Drecksvieh. Leck mich fett, ey. Wow. So. Okay, war einfach. Wir haben wieder Energie für den Fahrstuhl. Alles gut. Ein Hoch auf Energizers. So. Damit haben wir wieder eine Folge voll. Ich bin begeistert. Alter. Sehr schön. So, machen wir an der Stelle Schluss. So ist es. Für heute natürlich nur, Leute. Für euch ist das ja egal, ob wir jetzt hier Schluss machen oder nicht. Haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Fox und Cinemax. Amen. Zwar in doppelter Hinsicht. Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wo? Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ja. Habe ich. Das ist doch der Müll, den kennen wir doch schon. Dachte, jetzt kommt hier was Neues. So, okay. Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch Cinemanix und der Fox eine geruhsame Nacht, wenn ihr spät guckt, oder einen schönen Tag, wenn ihr früh guckt. In diesem Sinne, bis dahin. Mit der Sperma. Nicht schon wieder.